Hat er. Oh, oh. Da läuft, Alter. Machst du klar, sagst du? Also willkommen zurück, Leute, zu Counter-Strike Global Offensive Battle Royale. Heute mit Dadosh. Hallo, Dalu. Oh Gott. Okay. Scheiße, ich würde ungern dich abschießen am Anfang. Ich auch grad sagen. Du bist aber, bist du Terror oder ich bin tot, Alter. Ich bin First Blood, aber ich guck dir dann zu. Ich such dich mal, man kann ja zugucken. Dadosh, da haben wir dich. Wenn du über diese leuchtenden Dinger läufst, kriegst du Waffen. Weil du in die Mitte gehst, desto besser sind die Waffen. Nicht down gehen, Dadosh. Er hat keine Muni mehr, er hat keine Muni mehr. Und nach einer gewissen Zeit ist die Außenbereich und so geht halt kaputt. Also dann stehst du unter Sturm und bist tot. Deswegen in die Mitte zu gehen ist eigentlich echt gut. Du bist immer eine Area weiter als nötig. Bin gespannt, ey. Jetzt bist du schon mal in Rot, das heißt, das ist schon mal die zweite Ebene. Oh, Alter, sind wir schon in der Mitte hier, ne? Naja, du bist schon relativ weit hinten. Der Olden, so. Geht doch nicht lang! Oh. Wollte ich jetzt nicht unbedingt Spider-Man machen. Weil im Spectaten siehst du die Leute durch die Wand. Ja, ich weiß nicht. Ich hab das gesehen am Anfang, deswegen. So, geh da nicht lang! Der wartet da. Tust dich! Aber kannst du die Map mal angucken auf Steuerung? Mhm. Finde ich ganz geil eigentlich. So, relativ cool, ja. Das ist auch eine echt smarte Idee, das im Battle Royale mal so zu machen. Also das ist ja nochmal, es gibt ja auch, bevor Leute wieder in die Kommentare schreiben, ja, wir wissen, dass es auch Hunger Games gibt, also mit großer Insel, du spawnst irgendwo und so weiter. Ich finde hier aber ganz geil, dass die Runde so knackig ist. Ja, also das, man kann es auch einfach mal so nebenbei als Spielmodus spielen. Ja, wenn jetzt noch die Maps ausgreift, dann werden, hier ist natürlich klar, erstmal ging es darum, den Modus zu bauen. Das heißt, du nimmst einfach klassisch diese Orange Map Box, ja, sind ja die Texturen. Und änderst da so ein paar Farben. Aber das mit richtigen Maps, also mit richtigen Texturen, so Office-mäßig oder so, wäre ja auch schon sehr geil. Wobei ich das ganz, also das finde ich schon, das hat ein bisschen was von Laser Tag oder Paintball oder ja, so. Okay. Weißt du? Ja, ich finde das schon ganz cool. Also. Aber es ist immer so manchmal schwer zu sehen oder nicht so schön anzusehen. Es wirkt nämlich alles sehr dunkel. Ja, gut. Ja, das stimmt. Es wirkt stimmt. Einfach sehr düster. Das stimmt schon, ja, da hast du recht. Aber praktisch ist es natürlich, klar. Und ich finde den Modus gut. Ja, der Modus scheint. Wie gesagt, ich hatte das ja bei dir gesehen und dachte auch so gleich, oh, das so lockere paar Runden immer mal zwischendurch spielen. Auch zum Einspielen gar nicht so schlecht, so, ne? Also, du musst dich konzentrieren und so weiter, du musst ein bisschen aufpassen und hast halt nur wenig Möglichkeiten, weil du hast halt nur das eine Magazin und mit Taktik ist es verbunden. Es ist schon cool. Also es macht auf jeden Fall, denke ich mal, ganz gut Spaß, wenn man da erstmal reinkommt. Hätte ja das, den spielen muss gerne auf unserem Community-Server. Weil das wäre was Cooles. Ja. Es gibt ja schon 4 oder 5 Maps. Nur leider ist mein Ansprechpartner im Urlaub. Schöne Grüße, Marcel. Ja, dass du uns das hier verweigerst. Nein, Spaß. Dann gibt's das halt nach seinem Urlaub. Ja, dann gibt's bestimmt auch schon wieder mehr Maps. So, jetzt neue Runde. Seht ihr, es stand direkt neu. Das ist ja geil. Ja. Und ist sogar ein kompletter Neustart. Eine Runde geht immer eine Stunde. Ich gehe schon wieder down. Ich hab einen. Oh, nur 2 Schuss. Ich bin schon wieder down, ey. Oh, nächstes Mal renne ich direkt in die Mitte. Ich renne direkt in die Mitte. Ich such dich mal wieder. Oh, du, Bräder. Klar. Oh. Wie entscheidet er sich? Duel, Alter. Wir leben noch relativ viele Leute. Grüner Bereich ist übrigens AK, M4 und so weiter. Also, das ist der gute Shit. The Olden Zone will be electrified in 20 seconds. Oh, komm da rein! To electrify. Es ist einer im Haus.
Oh, du hast ihn fast erwischt. Er war fast tot. Echt? Aber dann hat er ja vorher schon Damage gehabt. Er hat vielleicht noch 10 HP oder so. Oh, shit. Okay. Ja, stimmt. 10 HP hat er gekauft. Ah. Also, da geht ja schon die Pumpe. Du hörst halt überall so, ne? Schon cool. Ja, das Problem ist, in meinem ersten Part habe ich echt Glück gehabt, im Außenbereich zu bleiben, ja, in eine Richtung zu rennen. Ich habe auch echt viele mitgenommen im ersten Part. Jetzt bin ich zweimal direkt gestorben. Ich versuche wirklich jetzt gleich mal in die Mitte zu kommen. Ja, hast du schon mal jemanden getötet? Ich guck da nee, mal, ich bin zweimal direkt am Anfang. Also okay. So, ich bin nach links oder rechts gegangen und der Typ kam mir auch entgegen und hat mir direkt einen Header gedrückt. Hey, ich sehe dich gar nicht im Scoreboard. Ja, weil 32 Leute auf dem Scoreboard werden 16. Okay. Ich glaube 15 oder so angezeigt. Stimmt, das sind auch relativ viele. Das ist schon cool, ey. Die Runden gehen halt echt schnell, das muss man echt sagen. Ja, eben, auch wenn alle campen würden, Zeit läuft ja ab. Also, ja. Geht halt maximal 5 Minuten, glaube ich. 10 seconds to electrifying. Der letzte CT am Leben hier. Ja gut, das aber ändert ja nichts. Wenn er sterben würde, geht's dann weiter. Spaß. Ja, jetzt ist er doch. The red zone is electrified. Ja, jetzt kann man halt nur nicht mehr zugucken, ne? Kannst du nicht? Nee, ich kann den Terror nicht mehr jetzt zugucken. Das ist ein bisschen blöd. Ich meine sogar, das war gestern sogar noch ein Stück anders. Da konnte ich frei rumfliegen. Das geht auch nicht mehr. Also wahrscheinlich. Naja, okay, vielleicht ist das normalerweise dann so. Dann kann man auf der Karte sehen? Nee, aber durch die Wand. Mist, ich hab einen scheiß Bot. Oh, guck mal, Ranking kann man machen. Ich bin Rang 6700. So viele Leute spielen schon. Ich bin Rang von, 900. Von ja. Ich hab 0 Wins und 5 Kills. 2 Wins, Punkte. 23 Kills. Ja, beide, okay. Ein Win im Stream und einen aufgenommen. Das war's. Und schon wieder zu Ende. Nice. Aber direkt Mitte, direkt Mitte. Ja, direkt los. Direkt grün. Alter. Okay, geht los. Oh, ich hab einen Außenspawn. Eigentlich sollte ich das nutzen. Ich hab einen Eckenspawn. Ich bleib doch hinten. Das ist cool. Eckenspawn ist geil, da sind Granaten. Okay. Jetzt muss ich nur den anderen Boy töten. Ich bin in Rot. Nein, er hat mich gemessert! 52 und 2. Ich lebe noch. Ja, mach das. Jetzt darf ich dir mal zugucken. Geh mal hin. Wo bist du denn? Da bist du. Oh, du Beretta. Für die Crowd. Du hast eingeflasht. Echt? Das, ach ja, stimmt. Wann sieht man das ja? Ah, da oben. Auch nicht schlecht. Da kommt noch einer. Ist so viel Muni. Stimmt. Soll mal vorsichtig sein. Der ist ein Toda, das ist nicht gut. Ich glaube, das war ich, da wurde ich gemessert. Wird auf jeden Fall ein Red gemessert. 10 seconds to electrify. Wo ist der Typ hin, ne? Er ist gar nicht so mega weit. Er ist hier links. The orange zone is electrified. Hat er. Oh. Er läuft, Alter. Machst du klar, sagst du? Ich müsste noch ein bisschen nach grün kommen. Boah, der war nett. Och, das war der. Ah, okay. Ich will dir was verraten, aber ich darf nicht. Okay. The red zone will be electrified in 20 seconds. Nice. 10 seconds to electrify. The red zone is electrified. Nein! Nein! Dritter, ne? Ja. Dritter, ja. Nice, gute Runde. Da hab ich viele ein paar Mal Timelack gehabt, Alter. Weil Leute hinter dir waren und so.
5 Leute habe ich mitgenommen. Ah ja, Voice Enable 0, weil wenn einer anfängt, kommen alle. Ah ja, stimmt. Sobald einer das Maul aufmacht, denken sich alle anderen auch, man kann ja reden. Okay. Ach, Dritter, ey. Wenigstens aber mal eine Runde hingelegt. Ja, auf jeden. Einen machen wir noch, oder? Ja, einen können wir noch machen. Ah, genau. Schnelle Runde. Ah, die beiden, na, was machen die da? Sind beide in grün? Der eine, oh. Ja, oh, okay. So, jetzt muss ich nochmal unter die Top 3 kommen und dann läuft das auch. Ich spiele jetzt wieder defensiver. Eben gerade durch gerusht war nicht so smart. Hab ich einen Ecke Spawn? Ne, ich hab einen Middle Spawn. Ich gehe direkt Mitte. Ich hab den, bin genau mittig. Mach direkt Rush. Oh, was? Ach komm, Dados! Ich war der hat mir direkt einen Druck reingedrückt, ey. Ja, egal, was soll's. Wo bist du? Macht sowieso viel mehr Spaß, dir zuzugucken. Alter, du bist da schon ganz schön weit. Hier sind noch gar keine Waffen, doch hier. Fährt ein Sword auf der Sack, ey! Okay, dann war es eine stille Death-Runde. Ach, ja, stimmt, das müssen wir dann auch gar nicht zu Ende angucken. Sind ja beide tot. Und ja, auf jeden Fall Battle Royale. Ich find's lustig, es macht Spaß. Auf jeden Fall. Und auf dem Community-Server, wenn man alle Leute kennt, ist bestimmt dann auch nochmal was anderes. Gerade wenn man dann tot ist und irgendwem zugucken muss, kann man ja irgendwem zugucken, kennt man ja dann auch. So, das ist bestimmt auch nochmal eine feine Sache. Denke ich auch. Aber war mal wieder was anderes. Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schaut bei Dados vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder vielleicht auf einer Map oder sowas. Man weiß es nicht. Bis dann, haut rein. Tschüss.